Jo, herzlich willkommen zurück zu Wing Commander 3. Und dann, ja, schauen wir doch einfach mal. Hier ist nix. Ah, ja, Alternativende und so, ne? Das speichere ich jetzt erstmal extra. Flint or Rachel nenne ich das. So. Und damit das hier erstmal so weiter funktioniert wie gehabt, ja, dass sie da steht und so weiter. Nimm mal Rachel. Das war aber eine blitzschnelle Entscheidung. Ich bin Tja, beeindruckt. als Kampfpilot muss man dazu in der Lage sein. Könnten wir diese Oder? Entscheidung noch etwas ausbauen? Wie wäre es, wenn wir noch eine Nachbarin Nein, anzünden? nein. Oh Mann, küss sie. Nee, Es nee. wird nie gut gehen mit ihr. Oh, Rachel. Ich fühle mich geschmeichelt, aber wir beide sind wie Feuer und Wasser. Es hätte keine Zukunft. Tut mir leid. Sie grinst sich ein. Alles klar. Ich kann natürlich einfach jede Auswahl schon mal zeigen. Na sowas, was wollen Sie von mir? Ich weiß nicht, was Sie jetzt denken. Aber Rachel und ich sind wirklich kein Pärchen. Und was heißt das für uns? Ach, küss sie. Ich glaube, das wäre ein großer Fehler. Es steht zu viel auf dem Spiel. Ich kann mich nicht mit jemandem einlassen, der vielleicht in meinem Geschwader mitfliegt. Tja, das wäre unser, ja, das Ende, wo wir also eins von den drei Alternativen am Schluss. Ja, wir sind ja gemein. Küss sie. Lass es. Ich lasse mich mit niemandem ein, der vielleicht in meinem Geschwader. Ja, genau. Küss sie schon, um Himmels Willen. Das wäre nun mal das Ende mit ihr. Der Anfang vom Ende mit ihr. Ein guter Pilot weiß, wann ein Nahkampf droht. Ja. Guter Pilot, das ist so scheiß genial. Ach ja, sie ist dann ja noch pissig, ne? Schon gut, ich bin erwachsen. Ich verkrafte es, einen Korb zu kassieren. Aber wieso? Ach, jetzt komm schon. Ich werde nicht mit ihr fliegen. Dann würde ich dir gern einen Rat zu der Auswahl deiner Kampfpilotinnen geben. Flieg mit keiner, der du gerade ins Gesicht geschlagen hast. Ey. Aber. So, dann noch die andere Art und Weise. Lassen Sie Mann, es wird abrauchen. nie gut gehen mit dir. Oh, Rachel. Ich fühle mich geschmeichelt, aber wir beide sind wie Feuer. Feuer und Wasser, ja. Ach, küss sie. Gemein. Ich habe wohl meinen Verstand verloren. Ich bin unter Piloten groß geworden.
Grund eures Herzens seid ihr Verbrecher. Du vergisst wohl, dass du auch Pilotin bist. Oh, ja, dann geschieht es uns ganz recht. Tja, wie spiele ich denn jetzt weiter? Hätte ich eigentlich schon mal extra speichern können irgendwie. Ich nenne das jetzt hier einfach weiter mit Flint. Ja, und so spielen wir jetzt halt einfach mal weiter. Der geht so mir hier auch nicht mehr auf den Sack. Hart, aber herzlich, ist ja so. Und ab in die nächste Mission. Machen wir uns an die Arbeit, Colonel. Ja, Sir. Ihr alter Freund Paladin ist fleißig gewesen und hat uns ein Geschenk geschickt. Den Prototyp der Templar-Bombe. Wir springen in das Hyperion-Sonnensystem. Dort hat die Abwehr eine unbewohnte und tektonisch instabile Welt entdeckt. Ein perfektes Testgelände für die Waffe. Eine Excalibur ist für diese Sonderfracht umgerüstet worden. Und, Colonel, Sie sind als Pilot ausgesucht worden. Fliegen Sie möglichst nah an die Oberfläche des Planeten, damit Sie auch sicher ins Schwarze treffen. Ihr Timing und Ihre Treffsicherheit müssen perfekt sein. Sie können sich ganz auf mich verlassen, Sir. Colonel, Ihr Elan gefällt mir. Wegtreten. Ja, ich bin Blair. Mensch. Glaubt ihr denn? Haben wir dann die Show mal irgendwann zu Anfang? Meine schon, oder? Ist es sauer und das war das letzte Mal, ja? Ihr Kantinenmanöver von vorhin löste mir keine Begeisterungsstürme aus. Wissen Sie, Flint ist Pilotin, also eine Kollegin. Wir verstehen einander. Ich verstehe, diese Dinge sind Ihrer Meinung nach zu hoch für mich. Ich schlage vor, Sie kümmern sich ab jetzt selbst um Ihre Waffen. Ich bin ja nur eine einfache Mechanikerin. Wie soll ich denn da die Bedürfnisse eines Piloten begreifen? Warten Sie, das ist Rachel! Ja, ist das? Keine Ahnung, Mädchen. Sie kann jetzt starten, Colonel. Ja, dann wollen wir mal da die Tektonie wieder mal ausprobieren, ja. Ab geht's. Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Na komm ran auf den Meter hier. Ei. Na klar, mit diesem Planeten habe ich den Transporter zu Anfang zerschossen. Ja. Erster Excalibur-Flug, oder nicht? Oh, er hat mir einen verpasst, wa? Hör mal, Junge. Hier, jetzt reicht's aber. Feierabend. Hast du verstanden? Katzenstreu. Die so genial gemacht, ey. Das ist sowas von absolut überfeierbar. Ja, komm ran. Na, nur Tachyon geht auch ganz gut, ja? Okay. Boom. Ja, ich war gespannt, wie ich das schaffe hier. Das sonst immer auf unverwundbar gezockt hier. Das wird jetzt nicht ganz so leicht werden, glaube ich.
Du trittst den Heimweg in einer Kiste an. Ihr erbärmlichen Nachkommen von Ach. Ja, komm. Geht's. Die Fold Line. Ich glaube, auf dem ist das noch mehr oder weniger Testflug hier, da ist das recht easy eigentlich. Das kommt, glaube ich, mit der richtigen Geschichte dann mit Kilra ein bisschen anders. Zack, auf die Templar-Bombe. Mit einer kleinen Rocket den ganzen Planeten hochgejagt. Ist ein bisschen unlogisch, aber naja, gut, sie haben ja eine Erklärung mit ihrer tektonischen Platten-Geschichte da. Grandios. Ganze Planet im Arsch. Bumm. Ach komm. Ich hab noch Raketenfeuer an Bord hier, die könnt ihr mal essen. Ratz. Das ist eine Abschussliste hier bestimmt. Halleluja, ey. Tja, Hyperion-System gehört uns, oh, würde ich sagen. Bitte Landeerlaubnis, TCS Victory. So ein Mist, Colonel. Wie können die nur sagen, dass die Gegend hier friedlich ist? Ich schmeiß den Bericht weg. Von heute an wird sie jeder Planetenkiller nennen, wissen wir? Alles klar zur Landung. Voll gut, ey. Planetenkiller. Ah ja. Wenn du meinst, Jung. Da speichere ich normal ab. So, jetzt müssen wir nur noch Kilra zerstören. Dann kann ich wieder einem vernünftigen Beruf nachgehen. Da ist was dran, ja. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass ich die vielen Einsätze... Überlebt hab sie auch. Man muss zugeben, er ist ein verdammt guter Pilot. Ja, das ist wohl wahr. Der ist gar nicht so übel, ne? Der geht ganz gut ab. Bisschen besser sogar als Maniac, finde ich, weil er labert dann nicht so eine Kacke. Es war erstaunlich, was sie geleistet haben. Geben wir ihm seine Genugtuung. Der Studiosus hat sich ja bewiesen, ne? Genau. Und weggebombt. Hä? Die T-Bombe ist wohl was Besonderes, Colonel. Sie ist einzigartig. Der Krieg ist bald zu Ende, nicht? Mit so einem Wahnsinnsding. Also, wenn's damit nicht klappt, womit dann? Wer weiß, vielleicht wird für unsere Enkel das Wort Krieg schon ein Fremdwort sein. Möglich. Auf jeden Fall möchte ich Ihnen sagen, dass ich viel von Ihnen gelernt habe. Sie können sicher erkenntlich zeigen, wenn ich in Ihr Restaurant komme und mir das Gitarrespielen beibringen.
feiern mich ja schon als Helden, ja? Ja, na gut. Ich bin jetzt so gut wie in jeder Ecke dieser Galaxie gewesen. Das waren vielleicht aufregende Zeiten. Was soll das? Seit wann schwelgen hartgesottene Burschen wie Sie in Erinnerungen? Seltsam, nicht wahr? Es wundert mich auch. Hier auf der Victory fühle ich mich zum ersten Mal wie zu Hause, nicht wie ein Fremder. Er hat wirklich ein Zuhause verdient. Tja. Sie haben einen verdammt guten Einfluss auf uns. Sie nehmen sich selbst nicht zu ernst und sind ein ausgezeichneter Pilot. Danke, Sir. Ich gebe das Kompliment zurück. Wie wär's mit einer Runde Karten? Tja, ja. Aber ich will so hoffen, dass ich den vierten Teil auch vernünftig aufnehmen kann dann. Das wäre wirklich mal ein Ding. So. Alles Weitere dann aber im nächsten Part. Bis dann.